meine Lieben, und ich begrüße euch heute zu unserem ersten Video von unserem Frühlingsdeckchen. Ihr seht hier schon diesen wunderschönen Bobbel von der Micha aus der Facebook-Gruppe Michas Bobbelträume. Ich verlinke euch noch einmal das Video, da ist dann der Link für die Facebook-Gruppe drunter. Und ich sag euch mal, was der für eine Nummer hat. Und zwar ist das die B9122. Dreifädig plus ein Glitzerfaden in rosa. Also ihr seht, wenn ihr das sehen könntet, der glitzert nicht mehr rosa, der hat hier auch so ein paar kleine grüne Glitzerchen mit drin. Also wunderschöne Bobbel macht sie. Schaut mal vorbei, der hat 1000 Meter. Sie wickelt Wunschfarben. Und jetzt lasst uns mal beginnen mit dem Frühlingsdeckchen. Erstmal ein paar technische Daten für dich. Also, wir werden ein ovales Deckchen häkeln. Du kannst diesen süßen Frühlingstischläufer auch gerne auf einen runden Tisch oder auf einen viereckigen Tisch machen oder dann im Sommer auf deinen Gartentisch legen. Der sieht dann bestimmt auch mega schick aus. Und jetzt, ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt versucht, diese Form nachzuempfinden. Und wir beginnen natürlich hier in der Mitte. Machen wir uns eine Luftmaschenkette. Das heißt, du brauchst dann auch vorne und hinten eine Masche mehr auf jeder Seite. Und wenn du eine andere Größe häkeln möchtest wie ich, weil dein Tisch größer ist wie meiner, dann schreibe ich dir jetzt hier hin, also mein Tisch ist, habe ich so gedacht, 1,10 Meter. So, diesen 1,10 Meter schreibe ich jetzt mir hier erstmal hin. Und das ist ja viel zu groß. Wir wollen ja klein anfangen und immer größer praktisch uns in Runden vorarbeiten. Also musst du deinen Tisch hier messen. Ich mache hier für dich eine Linie hin. Du schreibst dann deine Maße hin und teilst das Ganze durch 3. Das sind 30 Maschen, habe ich gedacht. Weil ich hier auf 90 runtergehe. So, jetzt die nur ein bisschen zu. Und das sind dann 30 Maschen. Aber 30 ist für diese Innenluftmaschenkette viel zu wenig, plus 15. Also schlage ich eine Luftmaschenkette von 45 Maschen an. Du kannst das jetzt bei dir hier auch ausrechnen. Und plus die eine hinten, plus die eine vorne. Also werden wir plus 2 anschlagen. Weil es wird ja ein ovales Deckchen. Das heißt, wir müssen uns die Runden auf jeder Seite extra erarbeiten. Und diese Reihen bleiben praktisch immer gleich. Dass du immer hier in der Mitte praktisch dann diese 45 Maschen hast. Auf der einen Seite hin, auf der anderen Seite wieder 45 zurück. Plus diese beiden, die praktisch dann hier diese Rundung außen ergeben. So, was wäre noch zu sagen? Viel Spaß mit deiner Wolle und meiner Idee und wir fangen jetzt gleich mal an. Ich habe jetzt schon 45 Maschen angeschlagen. Jetzt noch plus diese 2, eine fürs rechte Ende, eine fürs linke Ende. Und wir beginnen hier mit 2 Steigeluftmaschen. Ihr könnt euch hier das gleich so festhalten. Die 2 Steigeluftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen. Jetzt stecht ihr zurück in die dritte und macht da noch 5 Stäbchen rein. Haltet es fest, dass es nicht gar so groß wird, dieses eine Loch oder diese dritte Masche. So, schön festhalten. Wenn wir dann praktisch diese 2 Steigeluftmaschen und 5 Maschen haben,
zähl noch mal gerne nach. Also hier sind die zwei Steigeluftmaschen und dann eins, zwei, drei, vier, noch eine. Fünf. Wenn das Loch jetzt so groß wird wie bei mir, am Ende spannst du dir das ja noch. Und das wird dann auch von alleine wieder kleiner. Jetzt in die nächste Masche. Jetzt hatten wir ja gesagt, 45 Stäbchen zurück. Ich mache jetzt hier ein paar mit euch und dann sehen wir uns einfach auf der anderen Seite praktisch wieder. Als einfach wie ganz normale Stäbchen. Hier, du hältst dir das so nach oben. Ich zeig's. Und dann einfach von oben durchstechen und ein ganz normales Stäbchen abmaschen. Und jetzt wieder von oben durchstechen und ein Stäbchen abmaschen. Das machst du jetzt bis eine vor dem Schluss und das sehen wir uns sofort wieder. So, weiter geht's. Und zwar habt ihr jetzt diese 45 Maschen bis dahin gehäkelt. Oder deine Maschenanzahl, das sage ich jetzt an dieser Stelle. Jetzt ist hier noch eine übrig. Da kommen auch wieder 6 Stäbchen rein. Das bisschen groß. Noch einmal schön anziehen. Das ist mein zweites, mein drittes. Jetzt hast du ja hier diesen Knoten. Das hältst du jetzt auch praktisch so und versuchst diesen Faden mit einzuhäkeln bei den letzten 3 Stück. Wieder ein bisschen sehr groß. Ja, der Faden ist hier so zart. Dann muss man lieber, oder ich muss dann lieber die Masche nochmal aufmachen und kleiner machen. Seht ihr? So ist es wirklich nicht schön. Einfach noch einmal kleiner machen. So, wir zählen auch hier nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kann man hier das noch ein bisschen weiterführen. Jetzt bekommt jede Masche gegenüber wieder eine Masche. Dass wir jetzt praktisch diese 45 Maschen auch wieder zurückhäkeln. Oder du deine Anzahl zurückhäkelst. Einfach entgegen. Hier ist die Masche drin. Jetzt hast du auf der Seite 2 Fäden, einfach einstechen, anziehen und ein Stäbchen machen. Hier auch. Jedes kriegt jetzt praktisch gegenüberliegend einfach ein neues Stäbchen. Und ich schneide das jetzt erstmal hier ab. Das kannst du jetzt auch erstmal in Ruhe tun. So, und dann geht es weiter. Jedes Stäbchen bekommt hier gegenüberliegend ein Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende hier wieder. So, ihr habt jetzt auch wieder diese 45 vorgehäkelt. Und ihr beendet praktisch diese erste Runde mit einer Kettmasche hier oben in die 2 Steigeluftmaschen. So. Dann beginnen wir auch wieder mit 2 Steigeluftmaschen. Das ist unsere zweite Runde. Und in dieser Runde wird jedes verdoppelt.
Das heißt, ihr müsst hier vorne gleich noch ein Stäbchen mit reinmachen. Und dann kommt praktisch das zweite. Da macht ihr auch zwei Stäbchen rein. Und immer schön festhalten, damit die Maschen nicht ganz so groß werden, wo ihr hineinhäkelt. Jedes in der Runde bekommt jetzt praktisch zwei Stäbchen, dass ihr am Ende auch auf der anderen Seite 12 Stück habt, also hier auf der Seite 12, auf der anderen Seite müsst ihr dann auch 12 machen. So, dann müsst ihr ganz genau schauen. Hier muss noch eins mit rein. Und dann kommt hier noch eins und Nummer 12. Also dass ihr praktisch jetzt hier jedes verdoppelt habt und die anderen, diese ganze Reihe bekommt jetzt wieder ein Stäbchen auf ein Stäbchen und am Ende sehen wir uns wieder. So, weiter geht's. Ihr habt die 45 jetzt hier hingehäkelt. Jetzt kommt ihr zur Runde mit euren 6 Stäbchen. Auch hier werden diese Stäbchen wieder verdoppelt. Also bekommt jedes immer 2. Das daneben auch. Ihr könnt dann auch so zählen 3 und 4. Mit diesem und habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, dass praktisch in eine Einstichstelle dann 2 reinkommen. Dann haben wir jetzt hier 5 und 6. 7 und 8. Jetzt 9 und 10. Und jetzt in das letzte 11 und 12. Und jetzt werden diese 45 einfach wieder vorgehäkelt. Und wir sehen uns am Ende wieder. So, und wir beenden jetzt wieder diese Runde 2 mit einer Kettmasche in die 2 Steigeluftmaschen. Hier oben stichst du ein und machst eine Kettmasche, wollte ich schon sagen. Ging wieder nicht. So, jetzt. Ja, da seht ihr, dass ihr das ein bisschen größer machen müsst, hier oben diese zweite Masche. Oder dann so. Ich habe das jetzt, mache das immer so. Die eine Maschenglied habe ich unten. Jetzt drehe ich das rum. Da habe ich schön diese 2 Maschenglieder hier oben. Und dann kann ich hier so schön durchgehen. Und wir sehen uns nächste Woche. Da beginnen dann die Muster für die Seiten und für die Runden. Tschüssi, meine Lieben. Habt eine schöne Woche.